Guten Morgen. Wir befinden uns jetzt hier in der Cala del Moral. Das ist ein paar Kilometer östlich von Malaga. Heute ist es tatsächlich bewölkt. Es ist zwar warm, aber es ist bewölkt. Und ja, hier ist auch keiner am Strand so wirklich. Das mag Corona geschuldet sein. Das mag aber auch dem heutigen Wetter geschuldet sein. Der Strand hier ist nicht so schön, wie ich finde, weil ich mag das nicht, wenn der Sand so dunkel ist. Ist aber hier so, ist aber sehr fein und leider bewölkt heute und wir werden jetzt erstmal weiterziehen. Vielleicht fahren wir in die Berge rauf. Wir werden mal schauen. Wir werden aber jetzt gleich abfahren in Torre del Mar, in die Richtung Berge, in die Sierra Nevada hoch bis nach Granada. Dort oben haben wir dann in der Nähe auch einen Supercharger, kurz vor Granada. Und da werden wir natürlich laden. Und dann geht es ein bisschen heute durch die Sierra Nevada, durch die Berge. Mal schauen, wie genau. Und werden dann Richtung, Richtung Almeria oder so, dann wieder runterkommen zur Küste. Wird sicherlich sehr schön. Wir haben nahe 30 Grad, auch wenn es nicht so aussieht. Es ist sehr, sehr warm, sehr drückend. Die Sonne kämpft sich durch die Wolkendecke, die wird auch immer weniger und dann wird es gleich wieder richtig sonnig werden. Hier in der Costa del Sol scheinen die Strände oder der Sand sehr dunkel zu sein. Das war mir auch nicht bewusst. Sehr fein, sicherlich auch sehr schön. Aber ich mag es lieber natürlich, wenn der Sand maximal weiß ist, weil dann ist das Wasser auch so schön grün, smaragdgrün leuchtet das dann oder blau. Sieht einfach viel schöner dann aus. 28 Grad und kilometerlang leere Strände. Wahnsinn. Torre del Mar. Ja, sehr schön. Ja, das ist so ein richtig typisch spanischer. Da sind diese Strohdächer am Strand. Das ist so ein richtig typischer spanischer Urlaubsort. Auf der einen Seite wirkt das alles etwas leerer, als man so von Spanien gewohnt ist. Wie gesagt, wir sind hier in Torre del Mar. Auf der anderen Seite haben wir September. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Nachsaison. Der Strand, ich dachte, das wäre grauer Sand hier. Aber hier sind es offensichtlich winzig kleine Kieselsteine. Also kein Sandstrand. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und nun geht's von Playa de Torre del Mar hoch in die Berge. Wups, hier hoch und dann auch noch weiter am Ende bis nach Granada. Ganze Landschaft hier in der Provinz Granada scheint hier Olivenbäume anzupflanzen. Alles Olivenbäume, soweit das Auge reicht. Olivenplantagen.
Noch nie gesehen so. So, jetzt bin ich gespannt, ob hier am Supercharger in Spanien, Andalusien, es immer noch kostenlos ist, weil letztes Mal oder die ganze Zeit jetzt hier in Südspanien und Portugal sowieso Superchargen kostenlos gewesen. Kurz vor Granada und der eine rote Strich von 10, der sind wir. Tja, verstehe ich nicht so ganz. Der hat nach dem Ladevorgang angezeigt, 9 Euro irgendwas. Jetzt gucke ich drauf, Supercharging Granada, Spanien, 0 Euro. Gehe ich von aus, dass es wieder nichts kostet. Und jetzt geht es auf dem schnellsten Wege in die beste Eisdiele Granadas. Verliebte sie harren beim Klang der Gitarren Granada. Beste Eis der Stadt, Granada. Ein Muss hier. Ich finde es sehr lecker, Schatz, finde es zu wässrig. Ein bisschen mehr Sahne rein. Vom Geschmack her super. Ich finde es super, weil erfrischend. Mir fehlt das Cremige. Aber ansonsten echt lecker. Wir haben die ebenfalls wunderschöne Stadt Granada jetzt verlassen, sind jetzt Richtung Autobahn oder schon auf einer Art Autobahn unterwegs und der Rest des Tages steht heute fest. Wir haben jetzt auch schon wieder 18.09 Uhr. So ein Tag ist nix, das ist der Hammer. Und wir werden jetzt hier über die Autobahn 160 Kilometer fahren, wieder Richtung Küste und Richtung Osten weiter und Nordosten. Direkt nach Almeria, wo wir schon ein Hotel gebucht haben, einchecken und dann werden wir uns in Almeria direkt ein schönes Lokal suchen zum Essen heute Abend. Adios, Granada. Märchen aus uralter Zeit. Ich habe keine Probleme mit engen Parkhäusern und die sind hier alle sehr eng. Alles gut, dauert halt ein bisschen so hin und her rangieren und so. Aber diese Bodenwellen, beziehungsweise wenn es dann runter geht, von gerade nach runter, die haben so starke Knicke, dass der Tesla ein- oder zweimal schon aufgesetzt hat mit dieser Batterie, mit dem Blech. Ich fahre da ganz... Hello, can you open the door, please? Schon aufgesetzt hat
Und ganz vorsichtig, also da werden jetzt so Spuren dran sein, da ist nichts passiert. Aber es ist nicht spaßig. Hier geht es jetzt. Das ist ganz smooth hier. Hier ist super. Hier ist kein Ding. Und da unten ist auch gut. Also dieses Parkhaus, zumindest bisher, ist gut. Und jetzt? Jetzt kommt die Kante. Ach, jetzt kommt die Kante. Da kommt ein schwarzes... Ja, die könnte gehen. Ich soll aufhören zu filmen, meine Frau wird nervös. Ja, wir müssen an den Koffer, ne? Ja. Tschakka, wir sind da. Nach einem sehr schönen Roadtrip durch das Bergland, so Sierra Nevada und so weiter, sind wir in Granada gewesen, haben dann sehr, sehr leckeres Eis gegessen und Kaffee getrunken, sind jetzt in Almeria angekommen im Hotel. Und alles top, wie das so sein soll. Blick nach draußen. Und jetzt geht's mit den Segways nach Almeria zum Essen. Zimmer ist bezogen, Garage hat alles gut geklappt. Und jetzt geht's runter in die Altstadt. Wunderschön hier über einen Fahrradweg. Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch mit der Polizei. Die hat mitten auf der Straße extra wegen uns angehalten. Und uns dann freundlich darauf hingewiesen, wir mögen doch bitte auf dem Bürgersteig fahren und nicht auf der Straße, weil das ist zu gefährlich auf der Straße, weil es sich hierbei bei den Segways um ein Spielzeug handelt. Sehen wir, ja, Spielzeug vielleicht nicht, aber sie sehen es richtiger als die deutschen Gesetze, die daraus ein Fahrzeug machen und uns mehr oder weniger zwingen, auf der Straße zu fahren. Und es eigentlich verboten ist, auf dem Bürgersteig. Jetzt haben wir quasi offiziell so die Vorgabe von der Polizei in Spanien, bitte auf den Bürgersteig fahren, wäre kein Problem. Dick in Jacke. Wir haben 26 Grad. Ja, aber der Fahrtwind. Und schon ist wieder ein toller Roadtrip-Tag zu Ende. Wir haben uns heute so ein bisschen treiben lassen durch Granada und sind jetzt hier in Almeria gelandet. Und morgen geht es wieder weiter Richtung Cartagena. Und da haben wir schon ein Hotel eigentlich uns so ein bisschen rausgesucht, vielleicht schon gefunden, direkt auf so einer Sandbank. Schauen wir mal, ob wir da buchen. Und wir sagen erstmal tschüss, schön, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst das Abonnieren nicht, damit ihr keine weiteren Roadtrip-Vlogs und sonstige Vlogs über unseren Tesla und das Leben mit einem Tesla verpasst. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis morgen.